Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Bussimulator 18 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute nehmen wir uns wieder die Hilfe des Random Number Generators und schauen, welche Strecke wir jetzt diesmal fahren. Und es ist die letzte Linie. Es ist die S2 Sightseeing Land. Oh, das nochmal ausmachen. Zack. Ne, Moment. Was ist denn jetzt die... Eigentlich ist es ja Land, ne? Weil wir haben ja erst die Stadt gemacht und haben das Land gemacht. Und weil wir... Warum? Ach ja, genau, wegen S2 ist das irgendwie weiter oben, obwohl S1 da über S2 sein müsste. Aber für mich ist das hier die 28 und Sightseeing Land die... die 29, von daher fahren wir diese Tour wieder diesmal, weil wir halt auch die Dingens fahren, weil wir die Landroute fahren, beziehungsweise weil wir halt die Sightseeing-Route fahren, wo halt nur MAN Line City A37 drum rüberfahren. Nehmen wir jetzt auch diese, lassen das wie gehabt und starten die Fahrt. Zur Abwechslung halt auch in diesem Fall fahren wir das nicht irgendwie im Loop oder was auch immer noch die Mission war. Haben wir abgehakt, zum Glück. So, dann starten wir den ganzen Bums, legen den Gang ein, lösen die Parkbremse, schließen die Türen, machen das Licht für uns aus, für die Fahrgäste an. Und ja, Tempomat an und dann können wir los zum Zop. Ich bin ja gespannt, was wir jetzt als nächstes bekommen. Wenn wir jetzt einen Profi bekommen, können wir noch den Profi nehmen, aber danach würde ich schon gerne auf die Ast, aufs Ass warten. Ist mir dann doch ein bisschen sicherer. Und ich habe entweder habe ich das Gefühl, dass ich, wenn ich zwei Folgen hintereinander aufnehme, dass es dann irgendwie mehr leckt. Warum zum Geier leckt das jetzt wieder so hier? Oh, das liegt auch an der Innenstadt, kann natürlich auch sein. Wir lassen das, wäre schon wieder die nächste Tour ohne wirklich perfekt zu fahren haben, fahren, aber ist halt so. Hey! Und ist auch halt da so sitzt wild. Ein Marienkäfer das auf meinem ist nicht Knie. Meine Uhrzeit. Eine Fahrkarte bitte. Ich brauche einen Kaffee. Das ist alles halb so wild. Wir sind ja, haben ja eh genügend hier, ne? Wir sind ich dachte, ich hätte eine geknackt. Na klar. Wir können. Ach so, wo hab ich denn. Ah, hier. Dass wir jetzt wieder was kaputt gefahren haben, ist relevant, weil, wie gesagt, wie ich in der letzten Folge oder im letzten Video auch bereits gesagt habe, es ist halt komplett schnurzpiep egal. Wir haben ja schließlich. Ich mach's leiser. Wir haben ja schließlich, was wollte ich jetzt sagen? Oh, jetzt kommen wir hier aber nicht raus. Gut, dass wir zu Pisco Grange fahren, haben wir eh noch ein bisschen Zeit, die wir frei zur Verfügung so gesehen haben. Aber es ist halt komplett irrelevant, ob wir jetzt irgendwie, was weiß ich, ewig viel Strafe zahlen müssen. Im Grunde genommen geht es eigentlich ja eh gerade nur darum, dass wir. Selbst wenn wir, sagen wir mal, 300.000, so viele Unfälle bauen, so viele Leute über den Haufen fahren, dass wir 300.000 zahlen müssen. Und dann bekommen wir einen Ass und müssen noch einen Bus kaufen, wie den MAN Lion City A37. Dann haben wir immer noch Gewinn gemacht. Also, da haben wir immer noch einen Gewinn von, nach trotz des Buskaufes, haben wir immer noch einen Gewinn gemacht von... Ich glaube, ich probiere mal Street Food. Kommt das hin? 70.000? Nee, gar nicht wahr. Da haben wir noch ungefähr einen Gewinn von 80.000. Obwohl wir den Bus gekauft haben. Und 300.000 Strafe zahlen mussten bei einer Roadtour. Ich bin hundemüde. Also, wir sind geldlich super aufgestellt. Wir haben keine Mission mehr. Ich hab das Achievement von der perfekten Route. Also.
Uns fehlt's an nix. Wir können eigentlich komplett entspannt einfach die Missionen abfahren und wenn wir halt eine Aufgabe in der Mission haben, die halt irgendwie keine Unfälle bauen oder sonstiges verlangt, dann ist das dann natürlich eine andere Sache, aber da wir das aktuell nicht haben. Ist das alte Sägewerk? Nein, tut mir leid, ich muss Samstag arbeiten. Ist ja alles Tutti. Natürlich bekommen wir wieder keine Punkte fürs Blinken. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Tschüss. Tschüss. Ich hätte gestern nicht so lange spielen sollen. Eine Fahrkarte bitte. Das ist nicht meine Uhrzeit. Bein hier vorne, dort und dort. Ja, gut, schön. Wieso drücke ich immer wieder daneben? Denn. Danke! Wo hab ich denn. Alles klar. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Na klar, ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Hier, ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Hm. Ich habe das Gefühl, ich habe eine Dame vergessen, aber scheinbar nicht. Dann wollen wir mal weiter. Nächster Halt, Steineck, Kirche. Ich würde mich gewundert, wenn wir am Tag auch Punkte bekommen fürs Fernlicht. Das wäre sehr weird. Wir sehen ja hier die ganzen Schlaglöcher. Beinahe den Speedbump vergessen. Versuche ich mal hier die Schlaglöcher zu meiden, wenn da jemand schlafen möchte. Oh, knappes Ding. Könnte ich ja nicht, ne? Irgendwie im Bus oder im Zug schlafen. Oder sonst wo. Vielleicht mache ich mal irgendwie meine Augen zu oder so, aber. Also würde ich meine Augen zumachen oder so, aber. Etwa klar. Das konnte ich mal ganz ausweichen. Aber ansonsten eigentlich nicht. Steineck, Kirche. Ich glaube, das ist auch bisher nur einmal vorgekommen. Und dann halt auch nur für eine halbe Minute oder so. Meistens schaue ich aus dem Fenster oder sonstiges. Schlafen könnte ich auf jeden Fall nicht. Oh ne, jetzt ist da noch ein Kollege. Nächster Halt, Steineck, Kirche. Schön, dass die 7 weiterfährt.
Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Es ist nicht meine Uhrzeit. Was? Ach so, na klar. Hier, bitte. Einzelstandard drucken. Danke. Dankeschön. Dann. Was zum Geier ist das für ein Geräusch? Kommen wir auch direkt weiter. Nächster Halt, Bootsbauergasse. Zur Bootsbauergasse. Ganz genau. Können wir gleich halten, dann gehe ich mal kurz nochmal in den Performance-Modus. Vielleicht kann ich dann auch sehen, wie lange wir aufnehmen, ob das alles übersteuert ist oder nicht. Oh, ich habe vergessen, die Blumen zu gießen. Nein. Und tschüss, Kollege. Der Angestellter. Bei der Bootsbaugasse können wir jetzt auch gleich wieder ein bisschen warten, aber ich wahrscheinlich dann nochmal kurz den Performance-Modus wechseln. Ist zumindest bei Bus dem Simulator 18 angebracht. Das nochmal hier, zack, Performance-Modus. Lassen wir das dabei, weil dann sehe ich. Ich sehe ja nämlich auch nicht. Ich sehe ja nur, wie lange die Aufnahme ist, aber nicht, wie das mit der Audio ist. Von daher bleiben wir dann halt doch so. Was soll ich denn jetzt zu essen holen? Fast Food? Ist mir dann doch ein bisschen lieber. Ich glaube, ich probiere mal Street Food. Ehrlich bin. So, brettern wir jetzt hier wieder mit 70 durch, würde ich sagen, oder? Wobei, die beschweren sich ja die Leute da hinten. War das ein Geist? Alter, dein Ernst? Vor allem weswegen? Es wollte niemand rüber. Die Wiederholung von Staffel 15 von Winter der Leidenschaft hat so viel von der aktuellen Handlung enthüllt. Packt ja einfach die Kreuzung zu. Kann man auch mal machen, ne? Ein bisschen risky und so, aber gut. Wenn er das unbedingt will. Echt? Warum? Du kommst gar nicht so lustig rüber. Du wirkst eher wie so ein langweiliger NPC. Da fehlt echt, also ganz am Anfang, ich meine so in einer der ersten 20 Folgen oder so von Busnimate 18, da wurde noch vor diesem, du wirkst gar nicht so lustig, du wirkst eher wie ein langweiliger NPC. Da gab es noch einen Satz davor, der gesagt wurde, und dann kam der Satz als Antwort. Aber so alleinstehend finde ich das halt schon, naja, unpassend so, ne? Also so komplett out of nowhere, out of context, so wie eher wie ein langweiliger NPC, keiner hat gefragt. So ein bisschen, schon ein bisschen real. Verdammt, ich habe vergessen, die Haustür abzuschließen. Aber einige raus.
Tschüss. Tschüss. Eine Fahrkarte bitte. Was? Ach so, hier. Hier bitte. Hier, bitte. Klar. Einzelstandard. Zum Glück ist bald Sonntag. Danke. Bitteschön. Und dann kommen wir auch wieder fast weiter. Aber noch schon was zu früh gelöst. Ich flasche der Bremse. Südspeiche. Dann ab zur Südspeiche. Vorsicht bei der Kurve. Die Leute laufen ja immer gerne an der Straße und auf der Straße. Jetzt haben wir hier wieder meine Lieblingskreuzung. Stimmt, es war Gruyère. Okay. Der ist ja auch neu, oder? Den Spruch kann ich zumindest nicht in Erinnerung. Winter der Leidenschaft. Weil ich habe gar nicht in Erinnerung, dass überhaupt irgendein NPC irgendwas auf Französisch sagt oder versucht zu sagen. Das ist ja schon verrückt. Wenn jemand rüber, wunderbar, dann können wir jetzt endlich auf die Autobahn fahren. Zur Südspeiche, ich wollte gerade Südpeitsche sagen. Zur Südspeiche preschen. Müssen wir wieder ein bisschen vorankommen. Reinlassen. Also ich hoffe echt, dass in Bus-Simulator 21, falls es in Angel Shores, auf einer neuen Karte, falls es dort sowas wie eine Interstate gibt, dass dort dann die KI wesentlich besser Leute reinlässt, als wie wir es hier auf der Autobahn haben. Und wenn dem der Fall ist, hoffe ich, dass Seaside Valley ebenso überarbeitet wird, weil ich finde, der KI-Code ist halt nicht ausgelegt für eine Interstate, weil, keine Ahnung, also gut, wenn man es halt, wenn man es mal so betrachtet und den Realismusfaktor bezieht, ich glaube, Leute lassen, wobei, nee, würde ich nicht sagen, ich denke mal, wobei, in der Regel würde ich sagen, es gibt einige Leute, die Busse und auch LKWs reinlassen. Aber es gibt halt auch viele Autofahrer, die das nicht tun, weil... Oh, ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Weil whatever reason, weil sie einfach dumm sind. Und denken, sie wären der King of the World. Aber ich hoffe, dass wenn es eine Interstate gibt, dass es überarbeitet wird, beziehungsweise das Seaside Valley, dass der Code überarbeitet wird. Dass die KI dann... Wenn die KI quasi registriert, okay, da blinkt der Bus, der vor mir rechts fährt, der blinkt, dann passe ich mich dem Tempo vom Bus an und lass den rein, so nach dem Motto. Von mir aus mit einer Wahrscheinlichkeit von 85%, das wäre ja auch noch in Ordnung, wenn das halt nicht immer der Fall ist.
Aber aktuell ist es ja zu 100% so, dass die KI einen nicht reinlässt. Und hier beispielsweise bei der Kreuzung haben wir auch wieder so ein Ding. Die KI, viel von der KI lässt einen nicht rein, aber manche halten auch an und lassen einen vor. Haben wir ja hier auch bei irgendwelchen Kreuzungen. So, wenn das dann halt bei der Autobahn auch so wäre, dann wäre es ja in Ordnung. Aber ich finde da schon dann, ja, ich fände es besser, wenn die KI einen quasi mit einer hohen Prozentzahl reinlässt. Ist aber echt knappes Ding hier, ne? Nächster Halt, Südspeiche. Manchmal fühlt sich ja gerade rechtzeitig da. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. 100 klar, hier, bitte. Hier, bitte. Tag Senior, 2 Stück. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Einzelfahrkarte. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Tag, Standard, gucken. Schon gut durcheinander, aber gut. Ab zum Hauptbahnhof, glaube ich, ne? Nächster Halt, Hauptbahnhof. Ja. Endstation. Bitte alle aussteigen. Hey, lange nicht gesehen. Wie war dein Urlaub in Sunny Springs? Oh, es war genial. Den ganzen Tag nur Sightseeing und Shoppen. Klingt gut. Ich denke, ich werde meinen nächsten Urlaub auch da buchen. Jo, warum nicht, ne? Dass da jemand raus will, hab ich mir schon fast gedacht, dass ein paar Leute bei der Endhaltestelle aussteigen, ist schon ein bisschen vorhersehbar. Behaupte jetzt einfach mal. Oh, wir dürfen fahren. Wie freundlich. Wie war das noch gleich? Wow. Ah, stimmt. Es war Gruyère. Ja. Kaum hört man einen Spruch zum ersten Mal, kriegt man ihn auf derselben Tour wieder 5-mal auf die Ohren geballert. Viel zu lange im alten Sägewerk. Probier mal ein bisschen mehr aus, aber das Schlag noch nicht mitnehmen. Dann geht's wieder ab in die Stadt rein. War nicht noch ein Schlagloch? Nee, das war. Auf dem Weg nach unten waren die Schlaglöcher. Uiuiuiui. Und dann geht's wieder auf 70. Schlagloch. Huh. Auch was irrelevant ist, ich will trotzdem versuchen, möglichst viele Schlaglöcher nicht mitzunehmen.
Nur weil wir jetzt eigentlich keine weitere Mission haben und genügend quasi im Geld schwimmen, heißt es ja nicht, dass wir keine Aufgabe haben, von wegen, wir müssen 100% perfekt fahren. Heißt es ja nicht, dass wir komplett einen auf No Fucks Given machen können. Versuchen wir es natürlich trotzdem noch immer noch möglichst gut zu fahren. Schließlich haben wir immer noch ein Unternehmen und sind natürlich der Außenwirkung so gesehen. Der Außenwirkungshalber müssen wir natürlich immer noch so gut es geht fahren. Um es mal so auszuspielen. Danke fürs Lassen. Klar, dass die auch wieder rot wird, die Ampel, wenn wir ankommen. In der letzten Folge kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat. Christina. Also sind wir gleich beim Hauptbahnhof, beziehungsweise wir sind eigentlich schon da, aber noch nicht bei der Haltestelle. Sollten wir auch jetzt so in einem Rutsch noch hinbekommen können. Geist? Nächster Halt, Hauptbahnhof. Können Sie bitte die Rampe runterlassen? Ich würde gerne aussteigen. Oder wäre was? Also noch ein bisschen mehr Zeit. Wir haben, wobei wir sind ja bei Endhaltestelle. Wir können ja quasi so früh wir wollen hier wegfahren. Den Müll nehmen wir dann ja wieder mit, wenn wir bei der Busgarage sind. Wobei Busgarage passt eigentlich schon. Wir haben ja kein wirkliches Depot. Da wenn wir es mal so planen, ist eigentlich genau richtig, das als Busgarage zu werten vom Spiel und nicht als Depot. Weil wir haben ja kein Hauptquartier so gesehen. Oder keinen Punkt, wo alle Busse sind, sondern das sind ja eigentlich nur Busgaragen. Ein Depot hätten wir wahrscheinlich eher in dem Bus-Simulator, den ich eigentlich dafür vorgesehen habe, für quasi den Ersatz. Wenn wir dann fertig sind mit Bus-Simulator 18. Da haben wir ein Hauptquartier. Das wird quasi so gesehen der Bus-Simulator, den wir als nach Bus-Simulator 18 quasi nehmen, so gesehen als Überbrückung, vielleicht halt auch so langzeitprojektmäßig halt dann ab und an bringen oder vielleicht auch, wenn Bus-Simulator 21 ist, dann auch nur noch wöchentlich einmal oder ab und an mal. Mal gucken. Okay, knappes Ding hier wieder. Dann weiter geht es. Und sind wir auch schon gleich bei der Busgarage am ZOB. Hoffentlich bekommen wir mindestens ein Profi. Im Jahr natürlich ein Ass.
dann. Moment, es gibt ja keinen Müll hier, ne? Es hat keiner Müll hinterlassen, alle haben ihren Müll mitgenommen. Wunderbar. Wenn wir die Tür öffnen, Mode ausschalten und rausspazieren. Autsch. Ja, wir kommen immer näher dem Level, wie kennt man diesen Level? Was ist die so ganz ertragreiche Runde? Lehrling. Kann man nicht mit anfangen. Ich scroll nochmal nach unten und schaue, wie sich unser Profi macht. Ah. Ich will nichts sagen, aber ich glaube, wir müssen wirklich komplett auf Asse setzen. Und selbst wenn wir jetzt immer nur komplett auf Asse setzen, wäre das mit dem Profi auch ein bisschen schwierig. Aber das werden wir dann alles im nächsten Bus in der 18 Video machen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, sehe ich dann im nächsten Bus in der 18 Video wieder.